Wherever you are in the world, share your aviation. Share Aviation, a network for pilots by pilots. Ja, erstmal hallo. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und es freut mich ganz besonders, dass ich euch nun das erste Video meines IFR-Trainings präsentieren kann. Geflogen bin ich zusammen mit meinem Fluglehrer Jörg Disslich, den ich über die Jahre sehr lieb gewonnen habe und mit dem ich auch sehr gut zusammenarbeiten kann. Er begleitet mich nun seit meiner PPL-Phase. Die Route ging von Egelsbach nach Schwäbisch Hall. Geplant und gemacht haben wir ein IFR-Pickup out of Egelsbach, ein Holding, ein ILS, nach dem ILS ein Standard Mr. Broach Procedure, dann noch ein ILS und Full Stop und dann mit dem zweiten IFR-Flugplan wieder zurück nach Egelsbach. Die Maschine ist eine Cessna 172R, wunderbar ausgestattet mit einem G1000, leider ohne Autopilot, aber wie mein Fluglehrer auch sagte, es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, das Fliegen nochmal richtig händisch zu lernen. Weil man weiß ja, wenn man dann fertig ist und praktisch fliegen kann, wie man möchte, in Anführungszeichen, da benutzt man doch die ein oder anderen Tricks wie den Autopilot oder was auch immer. Und deswegen finde ich es auch eine ganz wichtige Phase, erstmal ohne Autopilot zu fliegen. Ihr werdet sehen, in den nächsten Videos ist das Flugzeug gewechselt und da ist auch ein Autopilot mit Spiel, aber in diesem Video erstmal nicht. Es war mein zweiter IFR-Flug, so bitte entschuldigt etwaige Fehler. Also da ist nicht alles rund gelaufen. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn, aber wie gesagt, zweiter Flug, da ist das noch okay. Was ich noch sagen möchte, das Video ist natürlich so zusammengeschnitten, dass ihr die besten Szenen daraus seht. Es kann jetzt natürlich sein, dass dort Procedures oder Checklisten oder Callouts rausgeschnitten sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir sie vergessen haben, wobei ich dafür in meinem Stand momentan die Hand nicht ins Feuer legen würde, aber die wichtigsten haben wir gemacht, aber das wollte ich nur sagen, damit ihr euch nicht wundert. So, genug geredet. Nun viel Spaß mit dem Video und ich hoffe, es gefällt euch. Cockpit check. Tower is removed. Pre-flight inspection is completed. Fuel quantity is visually checked. Ich habe voll getankt. Baggage door is closed and locked. Ja. Load sheet is checked. Papers in abort. Operation hours hast du aufgeschrieben. Passenger-Briefing brauchen wir hier keins. Seatbelt ist fest, bei mir und bei dir. Seats adjusted. Cabin doors sind closed and locked. Closed. Fuel selector ist am Bauch. Fuel shutter at least open. Circuit checked all in. Switches as required. Alles aus erstmal. Trim is set for takeoff. Cockpit checklist completed. Ja, ich habe schon getestet, der hat auch funktioniert. Mhm. Dann flight plan. EDFE. So, wir gehen 08 raus, das heißt Kilo. Das ist unser Abflugpunkt. Enter. Amtix. Delta Mike Charlie, ich warte noch auf einen Rückruf. Irgendwie fehlen da die Daten. Kann mir das auch nicht erklären. Der Plan ist ja schon seit Stunden aufgegeben. Ja, Mike Charlie, alles klar, dann halten Sie uns auf dem Laufenden, bitte. Ratem. Karen. Enter. Emox. Enter. Und jetzt Dinkelstein. So. So, nehmen wir gehen. So. Jetzt noch zu wichtig. Jetzt kommt die wichtige. Jawohl. Jawohl. Store. Enter. 57. 57. Go ahead. Delta Echo Bravo Mike Charlie, departure VFR via Kilo, maximum altitude initially 1500 feet, squawk 1250, and the frequency when advised 136.125. Delta Mike Charlie, leaving Egelsbach, VFR, Kilo, not above 1500 feet, squawk 1250, and when advised 136.125. Delta Mike Charlie, you are right back correct, and you may taxi runway 08, QNH 107. Loslegen. Dann Before Start Engine Checklist. Brake set, Avionics switch off, Mixer set, Standby Bat switch tested and armed.
Engine Indication System, ist alles okay, da passt es. Voll Essential Bus, ist 24 Minimum, Hammer. Amps checked discharging, ja, Standby ist drin. Master Switch on. Beacon on. Nav Lights on. Boostpump. Und Area is clear. Starting engine. Mit 55, 60 und steigen dann mit VY raus erstmal. So, dann
Before takeoff checklist completed. And lineup checklist. Takeoff time, du schreibst die auf, Transponder setzt dich automatisch. Mixture is rich. P2-Heat geht an. Strobes gehen an, nimm mir auf die Bahn raus. Non-Standard, Gyro ist Runway Heading. Exit Lights off, Landing Lights noch aus. Gut, lineup checklist completed. Natürlich hier nochmal Schwäbisch Hall, die Artis schon mal setzen. Ja, wollte ich sagen. 215. Lass mal erstmal aus, sonst quackt er uns gleich voll. Und die Artis ist 133 875. Ja. Sit. So, dann sagen wir dem, dass wir ready sind. Egelsbach Info, Delta Echo Bravo, Mike Charlie, Rollhalt, Alpha, Piste 08, ready for departure. Delta Echo Bravo, Mike Charlie, Departure on discretion, wind check 020 degrees, 9 knots. Departure on discretion, and wind is copied, Mike Charlie. So, dann, Lineup. Approach-Sektor ist clear, ich habe auch jetzt keinen gehört. Strobes gehen an, Landing Lights gehen an, P2-Heat ist an. So, wir rollen auf. Mike Charlie, Lining up, Runway 08. Mike Charlie. Vor 5 nach halb sind wir rausgegangen, jetzt haben wir 5 nach. Halb Stunde ist ja realistisch, ja? Is identified. Den Back nach oben. Take off. Take off power set. Heels on the floor. Airspeed building. Arrival, Bodil Sunrise 4, 742, Information Alpha. Bodil
Sommer ist 4742, 0708. 0708, danke. Lufthansa 9, Victor, this is 5000, Grenade is 1018. 5000, Grenade from 0018, Lufthansa 9, Victor. Lufthansa 7, Victor X-ray, climb level 110. Lufthansa 7, Victor X-ray, climb flat level 110. 7, Victor X-ray, radar up to 75, just. On 1275, 7, Victor X-ray, shoes. Lufthansa 9, Victor, direct level 185, ciao. 185, Lufthansa 9, Victor, ciao. Mike Charlie, climb flight level 70. Climbing flight level 70, Mike Charlie. Level 0 ist gesetzt. Und accept for hotel descent flight level 90. Good time, stand for hotel. Sehr schön, auch der Schatten auf den Wolken, mega toll. Also, 310 Hotel, climb flight level 90. 3-0 Hotel, climb flight level 110. Climb for the right level, Lufthansa 345, level 146, descending 110, about to pass out in 5. Hallo, die Lufthansa 345, dann miss you, step on right. Lufthansa right, Lufthansa 345. Das war Mike Charlie, connect radar 1-5-6-7, tschüss. 1-5, das war 6-7, bye-bye. Delta Echo Bravo Mike Charlie passing altitude 5000 feet, climbing flight level 70 in Bautarem. Delta Echo Bravo Mike Charlie, identified, hello. Hello, Lufthansa. Julie Malima, Tiger 230, 1000, 0130, Red 160. 0130, cost checked. Was bringst du bitte mal beim GPS, mal dein Roding in Ordnung? Da hast du noch einen Schuss nach Saudi-Arabien drin. Ja. So, über den ersten Waypoint reden wir nachher noch mal im Debriefing. Da ging so ziemlich alles schief. Was schief gehen kann. Ja. Schmeiß bitte mal das da oben raus. Der Taco Bravo Mike Charlie, what is your requested type of approach to Schwäbisch Hall? Delta Mike Charlie requested type of approach is on ILS runway 28 and Schwäbisch Hall is informed. Roger. Zwei Approaches, gell? Okay, gut. Und Mike Charlie, just for your information, this will be two approaches. Roger. Mike Charlie, can you accept flight level 80 as pilot? Hello. Delta Mike Charlie, affirm. Delta Mike Charlie, watch us, update level 80. Delta Mike Charlie, climb flight level 80. We do our best. Ja. Reden wir nachher nochmal drüber. So, oh, unschön. Also siehst du, wie es dann geht, ja? Du siehst dann, wie der Hektik aufkommt, ja? Gut, so dass ich es jetzt mal gesehen habe. Und das ist das, was probieren musst du vermeiden. Dann hast du einen Waypoint in Saudi-Arabien drin. Nicht weil es nicht weiß, wie es geht, sondern weil es in der Hektik halt da hier unten geht. Ja? Und die Notwendigkeit für die Hektik war nicht gegeben, ja. Das war akzeptables VFA wieder, ja. Ja. Kreuzer 412 in Radar Contact, hello. Climbing to 068, climb flight level 240. Climbing to 068, climbing flight level 240. Wo du hinfliegst, siehst du immer hier, ja? Ja. Also auch später, wenn du mal einen richtigen Flieger fliegst, da oben ist dann die Zeile, wo dich dein Autopilot mit dir unterhält, ja? Ja. Da siehst du, wo es hingeht, ja? Da brauchst du gar nicht hier drüber rumzusuchen. Schön Orientierung, aber da siehst du als allererstes schneller da zu gucken, als hier reinzugehen. Aber wenn du in die Hammel
wissen willst, wie es weitergeht, ja. Okay, ja. Aber ich würde ja nicht die... Adria 112, descend level in einer 02000, come a little more. Descend gerade 08000, Adria 112. Cruise checklist, power setting, set landing light, lasse ich jetzt an. Red Alert from Victor 93, climbing 10. Engine and the radio pedal is checked, nichts. Also die Artis können wir jetzt mal abhören. Ja, Mann. What's up for 12, red of descent 1500, check permanent. 1500 feet, Minor degrees, 2H, 1016, Hector Hotel. Information, X-ray, out. British Swedish Hall Airport, automatic report, X-ray. Delegate Mike Charlie, we request one holding company before the approach. Delegate Mike Charlie, Roger, that is copy, we relay that to the next unit. Thank you. Jetzt können wir noch den Kollegen da unten abhören. Okay, 111. Delta Echo Bravo Mike Charlie, be advised there's unknown VFR traffic in your 11 o'clock position. Range is now about 5 miles from left to right. Flight level 85 is not confirmed. Delta Mike Charlie, looking out for traffic. Traffic is not in sight. Delta Mike Charlie, Roger, are you clear of clouds? Yeah, clear of clouds, Mike Charlie. Roger. Aeroflot 237 left 15 degrees. Delta Mike Charlie mentioned traffic is now in 11 to 12 o'clock position, range about 3 miles, flight level 85 not confirmed, crossing left to right. Delta Mike Charlie looking out for traffic, traffic is still on its side. Delta Mike Charlie, Roger, so you like to descend or you like to look out? Delta Mike Charlie, traffic is now inside. Roger, thank you. Lufthansa 15 November, climb flight level 190. Dann machen wir jetzt so Approach. It's gonna be standard INS of Wien in Schwäbisch Hall. Chart date is Juli 15. KLM 8 to Mike, you're in radar contact, hello. Radar good day, Delta Echo Bravo Mike Charlie, flight level 80 inbound, Dinkelsbühl. Delta Echo Bravo Mike Charlie, grüß Gott, identified, enter Dinkelsbühl Holding. Enter Dinkelsbühl Holding, Mike Charlie. Delta Mike Charlie, descend flight level 70. Delta Mike Charlie, descend flight level 70. Martin, du bleibst lieber Sekunden zu früh als zu spät. Du gehst erst die Runde und dann geht die Speed sofort auf. Dann setzt du dich, ja? Ja. Normalerweise machst du das beim größeren Flieger dann schon, wenn der Kleinfahrt reinkommt, halb dort oder dort vorher, ja? Ja. Eine kleine Kiste und auf jeden Fall du nicht erst die Nase runternehmen und dann brauchst du nur noch Feintuning zu machen. Information, X-ray. Out. Noch die alte. Meinst du, wie als ich vor 20 Jahren IFA gemacht habe? Hast du da Angst vor dem NDB-Approach haben? Weil du musst wieder am NDB, wo ist meine Position jetzt? Wo bin ich jetzt? Mit der Pfeilung darüber? Ah, ich ungefähr. Ja, boah, ihr habt es so einfach. Ja, das stimmt schon. Sim können wir es nicht. Ach, jo, du machst es wahnsinnig. Ja, der Anfang war scheiße. Ja, der war scheiße. Den Albert kommt ein bisschen, dass ich möglichst halt jemand gar nicht in so einen Stress rein. Ja, klar. Und das war nicht nötig, ja? Klar, gibt mal die Situation. Wenn irgendwo die Post abgeht, wenn du da irgendwo... Ich höre, ich brauche jetzt mit, und ich werde die Bahn runterholen, mit 20 Fliegern. Scheiß, wenn du da unterwegs. Ja.
Ja, das ist scheiße dann, aber... Vor euch war kein Grund für Hektik. Selbst gebaut. Du bist jetzt in der Phase, theoretisch weißt du alles, ja? Aber du bist jetzt in der Phase, wo du Erfahrung sammeln musst. Und das war kein Grund. Ich kann dich mal noch mal lassen, ja? Gut so. Wir gehen rein, links Turn, 310 Grad. Wir haben gesagt, wir halten 12 vor. Der Wind kommt aus Osten, das heißt 12 Grad mehr Öffnungswinkel sind 322. Wir verkürzen um 6 Sekunden. Radio, Whiskey, Hotel. Toll. Jetzt geht er raus. Express 1 Whiskey, hallo, Turn. Level 140. Climbing Flight Level 140, Express 1 Whiskey. Langschön und Dach, German Wings 47 Hotel, Info Kilo. 1039 X-Ray, Funkshot, request further descent when they can. Ryanair 39 X-Fox, descent altitude 5000 feet, QNH 1015, speed assured. Descent to altitude 5000 feet, QNH 1015, with free speed. Thanks, Ryanair 39 X-Fox. Los geht's. Romeo Charlie, descent altitude 6000 feet, Mengen QNH 1014. Romeo Charlie, down to 6000 feet. Mengen rot. Ready for the approach. And Mike Charlie turning inbound and ready for the approach. Delta Mike Charlie, descend 5000 feet, high QNH 1016, clear, ILS 128. Delta Mike Charlie descending altitude 5000 feet with QNH 1016 and clear for the ILS runway 28. You like to establish yourself or do you prefer vectors? We would proceed by the alignment turn and the standard arrival runway 28. Mike Charlie approved and still cleared. Thanks, Express 1 Whiskey, call München 124825, goodbye. 124825, thanks, Express 1 Whiskey. 016? Ja. 016? Delta Mike Charlie, you are doing full stop landing at Schwäbisch Hall or low approach and thereafter back to Egelsbach. We will perform a low approach thereafter back to Dinkelsbühl and then a full stop landing. Copy. So after low approach, join the Dinkelsbühl 5 Yankee departure. Okay. Germany 47 Hotel, descent level 60. Germany 47 Hotel, descent 60. Charlie, after low approach, join the Dinkelsbühl 5 Yankee departure route. Well, if Schwäbisch Hall Info clears you for a standard mist approach, so join the standard mist, otherwise Dinkelsbühl 5 Yankee. Departure and Aberdeen 414 Whiskey, passing 3900, climbing 5. Aberdeen 414 Whiskey, hallo, climb level 140. Climbing level 140, Link 414 Whiskey. Hallo, Condor, Identify 3, order 160, order sending 130 with Kilo. Condor 83, hallo, identified, info Lima, meanwhile, no major change, callback follower. Danke, 87 Lima. Ryanair 39X Fox, call Tower 88, goodbye. Localizer is alive. Right turn heading 335, expect an 8 mile sign. Right 335, jumping force, Mutter, danke. Aberdeen
Berlin 414 Whiskey, left turn to Rolso, climb level 200. Climbing 200, left turn on Rolso, Berlin 414 Whiskey. Let's stop is alive. Descent starts now. 1500, flaps 1, speed check. Red Eye, Low Delta hier, Alpha Juliet Kilo, Kilo, Target 2 Hotel. Delta hier, Alpha Juliet Kilo, grüßt Gott, Flying Level 140. Zweiter Tag war Delta Alpha Juliet Kilo, Climbing Flight Level 140. Charlie established on the 1S, runway 28. Mike Charlie, Contact, Hall Info, Runway 925, bis gleich. Runway 925, bis gleich. Schwäbisch Hall Info, Servus Delta Echo Bravo, Mike Charlie, 1S, Runway 28. Delta Mike Charlie, now continue and call me 6 miles, please. Continue and call you 6 miles. Ich würde gerne Abschlusslandung mit Begriff machen. Jawohl, gerne. G08, QNH, 36. Gut, wir gehen in den Gegenanflug 08. Mike Charlie, 16, wie hat er zu Ende? Alter Mike Charlie. So, Gleis auf Check Altitude 2150. Alter Mike Charlie, call me please 3 miles. Call you 3 miles, Alter Mike Charlie. Ausgang für Anflug 08, Abschlusslandung. Der Victor Ausgang, der Victor 060 mit 12 bis 15 eigenes MS 08. Oder knapp. 3 Miles, Delta Mike Charlie. Delta Mike Charlie, continue low approach and low discretion. Der Wind 070 with 12 and gust up to 15. Continue low approach, on discretion, der after Mr. Approach, Mike Charlie. Fall jetzt aber die Klappen ein bisschen früher einfahren. Speed checks, flaps ab. Hier in den Fuß, ja, also mach weit den Daumen und dann lass einfach Ruhe hier, das Thema durch. Speed haben wir ja genug, ja. Ja. Number 2 following an aircraft approaching for runway 10.
direct Dinkelsbühl and number 2 for the approach, Mike Charlie. Delta Golf November Alpha Alpha, keep it speedy, call Hull Info 129225, bis gleich. Delta Alpha Alpha, 129225. Delta Mike Charlie, disregard the holding, after Dinkelsbühl turn right heading 190. After Dinkelsbühl right heading 190. Not hello, November 1116, aber Delta Mike Charlie, maintain this heading. I'll take you in the south of the final track for runway 28. Expect vectors lately. Delta Mike Charlie, continue on present heading and expect vectors lately. Charlie now, full stop landing, confirm. Confirm, full stop, Mike Charlie. Copy. Approach 10. Delta Alpha Alpha, affirm. Copy. Delta Mike Charlie, right turn heading 360. Right turn 360, Mike Charlie. Evelyn 674 Romeo, left turn heading 160. Left heading 160, Evelyn 674 Romeo. 360, set. German 5328, contact München, 124825, good flug. German 5328, 124825, danke schön. Der Mike Charlie, left heading 310, cleared alle SDME, runway 28. Left turn taken and heading? 310. Left turn heading 310, cleared for the island, runway 28. Evelyn 674, Romeo Tower 88. Ich bin nach oben hochprojizieren, ja? Ja. Komm, wie leise ist er live, dann kommst du da drauf dran.
Kilo Romeo, Schnittzug am Flug bereit. Der Kilo Romeo, Start nach Heigen, am besten Wind 050 mit 11 und wieder bitte gleich Rechtskurve. Wir haben 172 auf dem ILS. Okay. Stop, check Delta Altitude. Mike Charlie, ja. Delta Mike Charlie, ja. Haben wir einen Schleppzug, der jetzt in Richtung Osten abfliegt. Haben Sie denn in Sicht? Ben. Delta Mike Charlie, negativ. Ja, der kreuzt jetzt gleich Ihre Flugbahn Richtung Süden und ist dann weg, nur zur Information. Ja, wir schauen. Delta Mike Charlie wäre schon durch. Landung nach Heigen, wir messen der Wind 040 mit 12 bis 15. Landung nach Heigen, wir messen Mike Charlie. Ah, links kommt der Quatsch. Rollsteck Minimum. Ah, continue. Minimum. Wir haben Flaps 10, das kann man lassen so, ja? Ja, lass mal auch. Nur man soll es dann ansagen. Ne? Responder, lass mal run 2041, flaps up, after landing checklist complete.